Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück zu einer neuen und weiteren Folge vom Kapitän of Industry. Weiter geht die Reise, weiter geht das Abenteuer. Und zwar geht das Abenteuer hier weiter. Wir haben hier diese schnieke, schöne Pipeline gelegt. Und ja, jetzt war ich kurz am Überlegen, aber wir werden das auch tatsächlich dann einfach so anschließen. Ich werde da jetzt keinen neuen Bezug machen, weil bringt ja nichts. So, okay. So, das Öl werden wir ebenfalls, muss ich kurz überlegen, wie ich das mache. Öl kommt nämlich von der linken Seite. Da ich aber eben schon gesagt habe, ich möchte gerne eine Main Bus haben, werden wir hier tatsächlich abweichen. Und ich sage auch warum. Weil es kommt von rechts und das wird auch immer rechts bleiben. Deswegen werden wir das einfach einmal hier schnurschnacks darüber ziehen. So. Und geht doch mal, hör doch mal auf. Können wir das nicht einfach da drunter legen? Guck mal. Da muss oder so keiner drunter herfahren. Also im Regelfall. So. Genau, und dann haben wir nämlich hier den Entry. Okay. Gut. Dann brauchen wir da nämlich nichts mehr machen. Nur noch eben alles anschließen. So. 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 Nee, der ist falsch. Das möchte ich so nicht. So. Klack. Klack. Okay. Also Öl ist angeschlossen. So, was fehlt hier noch? Wir haben jetzt schwere und leichte Distille. Mittlere Distille und Schweröl, Entschuldigung. Und natürlich das saure Wasser. Das saure Wasser ist eigentlich ganz easy. Da wir es aktuell noch nicht brauchen, werde ich hier auch wieder eine Pipe nach hier machen. Und wir werden das dorthin verfrachten. Okay, das gefällt mir aber auch nicht hier, ne? So, warte mal. Können wir das nicht so machen? Nein. So. Okay, dann sieht es ein bisschen schicker aus. Jetzt nicht viel schicker, nee, aber ein bisschen. Oh meine Güte. So. Das ist auch angeschlossen. Das ist angeschlossen. Das ist angeschlossen. Und das ist angeschlossen. Perfekt. Gut. So. Jetzt haben wir noch das Schweröl und den anderen Blödsinn. Auch hier werden wir das Ganze Spielchen so machen, wie wir es jetzt gerade gemacht haben. Also wir sagen hier einmal eine Pipe nach dort. Dann hier eine Pipe nach dort. So. Und genau, das werden wir jetzt einfach so weiterführen. Wenn wir das denn da dran bekommen. Okay, warte mal, das müssen wir nochmal neu machen. Das müssen wir nochmal neu machen, das gefällt mir so nicht. Also da bin ich auch ein bisschen eigen, muss ich sagen. Ne? Also so ein bisschen aussehen muss es ja trotz alledem. Ne? Also auch wenn wir hier in der Industrie sind, muss es ja schon nach irgendwas aussehen. Sorry, aber das geht für mich halt gar nicht. So. Nee. Okay, gut. Ist schon besser das Ganze. Okay. Mann, warum machst du denn sowas? Ich
verstehe das manchmal nicht. Okay, warum mache ich mir denn eigentlich so schwer? Warum mache ich es mir eigentlich so schwer? Warum mache ich jetzt nicht einfach so? So. Klack. Dreh das einfach einmal um. So. Hier machen wir es ähnlich. Klack. Bis hierhin. Nee, bis dahin. Fertig. Drehen das einmal um. So. Und der vordere ist das. Der hintere ist das. Der vordere ist das. Guck mal, geht auch viel besser, ne? Man muss nur wissen, wie, ne? Man muss nur wissen, wie. So. Okay. Gut, das ist fertig. Wir haben hier noch einmal Dingsbums vergessen, scheinbar. Wie konnte das denn passieren? Okay, egal. Auch angeschlossen. Okay, so, dann haben wir eigentlich die auch komplett drinnen im System. Die sind alle angeschlossen, alle haben ein Port, alle haben ein Ziel. Das ist doch schon mal was. So, okay. Die brauchen jetzt natürlich dieses Zeug. Ich habe jetzt die Pipes nach da hinten gemacht. Also in die falsche Richtung. Hust, hust. Müssen wir jetzt nochmal drehen. Mal wieder mit Plan hier. Heute wieder mit Plan. Scheiße. Ach, schön, ey. So, aber das ist nicht so schlimm. Das geht relativ easy. So, und zwar kommt das hier hin. Und, gut. Ich lach mal wieder über mich selbst. Das ist immer sehr, sehr schön. So, warte mal, wie machen wir das? Ich glaube, wir gehen einfach ein Step runter. Ich muss jetzt mal kurz überlegen, ob das funktioniert. Also das ist jetzt einfach nur eine Testreihe. Das ist einfach nur eine Testreihe. So. Hier gehen wir zwei runter. Wie gesagt, Testreihe. Funktioniert leider nicht so, wie ich mir das erhofft habe. Das ist leider nicht so, wie ich mir das erhofft habe. Okay, warte mal. Dann müssen wir uns irgendwas anderes überlegen. Ich könnte es eigentlich hier vorne dann einfach zusammenpressen. So, dass man sagt, ab hier feuere es mal zusammen durch die Pipeline. Weil es ist ja so oder so egal, schlussendlich, weil wird ja so oder so aufgeteilt. So, 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 so und so. Okay, das Öl ist komplett weg. Ich sehe hier gerade, wir haben eine Sache vergessen. Das ziehen wir direkt mal nach. Und zwar, wir machen hier mal einen kurzen kleinen Schornstein hin, so einen ganz kleinen. So einen da. Werden das mal ganz kurz hier in die siebte Ebene verfrachten und werden das dort anschließen. Ich hoffe, das funktioniert. Aber das sieht bis hierhin gut aus. Okay. Gut. Also. Wir müssen jetzt nur einmal einen Starter eben bauen. Ein Starter ist dann zum Beispiel hier so ein Elektro. Könnten wir jetzt eigentlich benutzen. Ja, wir brauchen nur einmal Wasser. Wasser war das hier. Wo aber kein Wasser drin ist. Achso, weil da kein. Alles klar, verstanden, alles gut. So. Das kommt da mal eben dran. Und das kommt
hier dran. Aber die, wie gesagt, den machen wir auch gleich direkt wieder aus. Ne? Also das ist jetzt nur einmalige Befeuerung. Wir wollen den jetzt nicht durchlaufen lassen. Das ist einmal einmalige Befeuerung, dass die Chose hier läuft. Genau, jetzt fängt es an zu laufen. Deswegen können wir sie jetzt auf Pause machen. So, paulab. Und dann müsste es laufen. 1, 2, 3 sind schon am Rennen. Genau, da sieht man es schon sehr gut. Das ist genau das, was ich geplant hatte. Okay, was können wir mit dem Abgas machen? Abgas. Können wir irgendwas mit Abgas machen? Verbraucher. Wir kriegen schon wieder Schwefel. Was soll ich? Aber niedrigen Druck. Ach, schau mal einer an. Schwefel und Kohlendioxid. Okay, bevor wir jetzt hier weitermachen, Kohlendioxid. Was kann ich damit machen? Das plus das. Mit wäre es okay, das wäre die Lösung. Das wäre auch noch eine Lösung, ne? Aber ich glaube, das ist teuer im Unterhalt. Das ist, glaube ich, teuer im Unterhalt. Also das würde Gasinjektor. Gasinjektor, das ist das, dann ist das. Es rattert schon wieder kurz. Aber da, hey? Aber hä? Aber es würde mich ja trotzdem... Okay, egal was wir machen, es würde... Aber es würde hier halt... Ne, warte mal, 180, 6, 12, 18, 24. Wo will ich hin? 6, 12, 18, 24, 30? 8, 16, 24, was mache ich denn da? 6, 12, 18. 6, 12, 18. Okay, es würde auf jeden Fall viel weniger sein. Also dieser Step wäre auf jeden Fall viel, viel weniger. Weil, ne, das, du brauchst 6, 12, 18, also 3 Runs, um diese 180 zu bekommen. 180 wären 90... Luftverschmutzung, hier wären es nur 24. Also wäre das auf jeden Fall schon mal ratsam. Also Abgaswäsche, 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 okay. Abgaswaschanlage. Kostet auch nichts im Unterhalt. Das ist auch gut. Die Abgaswäsche werden wir ganz kurz mal ganz weit da hinten hinstellen. Nee, können wir ja gar nicht. Okay, wir haben schon ein Platzproblem. Okay, nee, dann machen wir es doch einfach so, wie wir gesagt haben. So, wir machen jetzt hier eine Abgaswaschstraße hin. Die braucht nämlich eigentlich alle Produkte, die wir hier so herstellen. So, das kommt dann weg. Weg mit dem Schrott. So, Schnellabbau. Huch. Übrigens, wir sind schon auf die neue Version abgegradet, ne? Deswegen sieht das hier alles so ein bisschen komisch aus. Ich musste mich auch ganz kurz dran gewöhnen, aber da ich jetzt nicht sehe, ja, war die Umstellung jetzt nicht so dramatisch, aber das Menü sieht halt auch wild aus. Aber ja, gut, das wäre das. Das ist schon mal Abgas. Haben wir Wasser schon hier in der Linie? Ne, das ist ja das hier, ne? Ja, genau. Okay, dann machen wir das einmal ganz nach oben. Und werden uns dort anbinden. Wir haben hier jetzt niedrigen Gas. Das werden wir also hier rein schmieren. Wir haben hier CO2. Was wollten wir mit dem CO2 machen? Also mit dem Kohlendioxid. Moment. Da wollten wir doch, genau, da den Gasinjektor da, Gasinjektor, bla bla bla. Den werde ich auch tatsächlich jetzt hier, hoppala,
den werde ich auch direkt mit hinbauen. Also da werde ich jetzt kein großes Brauerei draus machen. Ich weiß halt noch nicht so viel wir von den Dingern brauchen. Hallo? Ach so, das muss... Ach so, warte mal, das muss... Muss das auf dem Rohstoff liegen? Nee. War das beim Wasser? Nee. Wo muss denn das liegen? Ah, okay. Also doch da. Kann nur auf einem Kalksteingelände gebaut werden. Okay, Kalksteingelände. Okay, so weit ist es ja nicht entfernt hier, ne? Deswegen würde ich sagen, dahin. Dann bauen wir hier mal ganz kurz so ein Wasser... Meereswasserpumpe. Hallo? Hallo? Gut, bauen wir es dann dahin. Mir eigentlich relativ egal. Wir gucken mal so, dass es am wenigsten nervt. Warum kann ich denn da was anschließen? Na egal. So. Gut. Und den CO2 schieben wir auch mal ganz kurz da runter. So, einmal hoch. Einmal hier rüber. So, bis hierhin. Und dann schieben wir das einmal ganz kurz zu irgendjemanden, der es brauchen könnte. Mal ganz kurz gucken, wo ich am besten dahin fahre. Da lang, da lang. Nee, warte mal, das steht doch hier unten, ne? Hier, also da bis dahin, alles klar. Wir wollen uns mit nirgends jemanden verbinden hier, bitte. Nein, wollen wir immer noch nicht. Sorry. Nein, wollen wir immer noch nicht. So, macht es Sinn hier eine Brücke hinzubauen? Ich würde sagen ja. Deswegen fahren wir bis hierhin weiter oben. Hier fahren wir rüber. Gehen wir da hoch. Und gehen bis hier und gehen. Hallo? Achso, da dran. Hier machen wir eine kleine Brücke hin. Und dann ab die Fahrt. So. Okay. Check, check. Das machen wir im Schnellzauber. Das machen wir im Schnellzauber. Dass hier schnell das Zeug reinkommt. Achso, und die Pumpe natürlich auch noch im Schnell. Gewinde. So, jetzt kommt gleich das Kohlendioxid hier rein. Hab ich ja schon wieder was Falsches angeklickt? Moment mal. Achso, Buddelt, ihr Schweine, buddelt. Okay, im Regelfall dürfte es laufen. Okay, das Wasser ist schon mal da. Kohlendioxid noch nicht, weil wir... Ja, weil wir was? Weil wir kein Abgas haben? Das kann ich mir irgendwie gar nicht vorstellen. Warum läuft das hier nicht? Achso, war das... okay, gut. So, nächster Punkt, saures Wasser. Auf alle Fälle. Was ist hier drin? Hier ist der Dampf drin. Okay, alles klar. Was ist das hier? Ah, leichter Dampf. Alles gut. Erstmal gucken, was wieder hier was irgendwo drin war, ne? So, das tun wir dann mal ganz kurz nach da legen. Haben wir denn hier noch irgendeinen offenen? Ja, hier zwei Stück. Was ist hier drin? Hier ist das saure Wasser drin. Was zum Henker ist hier drin? Ah, okay. Hier ist... Alles klar. So. Nein, wir bleiben oben bitte. So, wir setzen die wieder nebeneinander. Klack, klack. Kannst du...
maybe das so machen. Danke. Okay. Gut. So, bis hierhin sind wir jetzt fertig. Weiter machen wir dann wieder in der nächsten Folge. Aber bis jetzt sieht das auf jeden Fall schon mal sehr gut aus. Also aus meiner Sicht. Ich habe aber keine Ahnung von dem ganzen Blödsinn hier. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen angenehmen und schönen Tag. Und vielleicht bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.